Tja, was ist denn da los? Sagt der DJ Nick. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem nagelneuen Projekt hier bei mir auf dem Kanal. Thief Simulator 2 ist angesagt. Das Ganze ist von Cookie Dev, heißen die Entwickler, kommen aus der Ukraine und da dachte ich mir, ich glaube, die können wir doch einmal ganz gern unterstützen und ein bisschen supporten. Playway ist der Publisher, die haben schon einiges im Portfolio, unter anderem auch zum Beispiel mein geliebtes Haus Flipper. Kommt Ende des Jahres Teil 2, freue mich auch. Aber jetzt haben wir mal das ausgesucht. Es gibt schon einen ersten Teil, der ist wohl ganz gut angekommen. Zweiter Teil, wirklich sehr gute Reviews erhalten. Ich habe mir auch schon ein paar YouTube-Videos angeschaut, ein paar Let's Plays angeschaut. Nicht so, da dachte ich mir, hey Leute, machen wir selber was, spielen wir selber ein bisschen und so ein bisschen auf die krumme Tour und versuchen wir auch mal ein bisschen wieder mit Gaudi zu machen. Ja. Man soll ja alles nicht so ernst nehmen und schon gar keinen Diebstahl. Nicht, dass ich das für gut heißen würde, gell? Das muss ich gleich mal dazu sagen. Also, bitte nicht im echten Leben nachmachen, es ist nur ein Spiel. Und wie ihr hört, hört ihr nichts ganz genau. Ihr seht es rechts unten in der Ecke, ich habe den Streamer-Modus ein, also keine Copyrights-Probleme hoffentlich. Werden wir dann noch sehen, aber ja, ich habe da schon was Leuten hören mit Autoradio und so weiter, aber da werden wir noch später drauf eingehen. Ja, und deswegen spielen wir es blind einmal an. Ich habe ganz kurz mal schnell reingeschaut, habe natürlich die ganzen Einstellungen gemacht für meine so mit Mausempfindlichkeit und so weiter und mir ein, zwei Tasten belegt. Ansonsten habe ich eigentlich noch nichts gemacht. Wir starten hinein und ich würde sagen, da sitzt es, 2 Minuten. Steht hier. Was soll das wahrscheinlich bedeuten? Habe ich gespielt. Also, wir starten ein neues Spiel. Man kann hier ganz cool ein Backup erstellen. Okay, und würde sagen, wir... Ja, was steht hier? Typische Erfahrung eines Diebes. Alles ist eine Herausforderung, aber nichts bewirkt einen Herzinfarkt. Machen wir mal das, oder? Ohne sich viel Sorgen erwischt zu werden, ist es einfach, ist ja langweilig. Wir nehmen mal den normalen Modus und wir nehmen natürlich... den Story-Modus, das ist auch so am Anfang ein bisschen Tutorial. Dann kommt ihr ein bisschen rein, falls ihr wirklich Bock habt, noch nachzuspielen. Und ich konnte jetzt ein bisschen warm werden mit der Tastaturbelegung. Übrigens, was ich noch sagen wollte. Zum einen 1.08-Version, rechts unten seht ihr es. Es hat schon den einen oder anderen Patch gegeben. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, es ist wahnsinnig dunkel. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt schon an dem Eröffnungsbild sehen. Und ich weiß, und das ist immer die gleiche Leier, die Jungs von YouTube, die rechnen das immer nur ein bisschen runter und dann wird es sogar meistens noch ein bisschen dunkler. Ich kann nichts dran ändern. Ich habe bei den Einstellungen schon voll auf Helligkeit hochgebohrt, aber... Das hat also ein bisschen seinen Sinn und Zweck, diesmal das Ganze. Man soll nämlich ziemlich oft die Taschenlampe nutzen, so als Einbrecher. Deswegen, nur mal so gesagt. Also, Story-Modus, los geht's. Stürzen wir uns mal hinein. Ich hoffe, dass das gespeichert wird. Vielleicht noch ganz kurz erwähnt, wie viele Folgen? Keine Ahnung, ich habe es jetzt mal mit Absicht nicht angespielt genannt, aber ich weiß nicht. Ich würde sagen, jetzt probieren wir es einfach mal aus, spielen wir halt einmal ein paar Folgen und dann sehen wir schon, wenn wir Spaß haben, wie es euch Spaß macht, wie es mir Spaß macht. Bitte natürlich gerne Kommentare, Ads, Likes und so weiter, wisst ihr ja selber. So, was ist los? They're coming. You have 1 minute. 1 Minute, okay. Sie kommen und wir haben 1 Minute. Ah, okay. Auf die Kamera, Überwachungskamera umgeschalten, da kommen schon die Burschen. Dann... Heißt wahrscheinlich nichts wie weg. Ups, der kommt echt schon. Ah, Ausrüstung, sehr gut. Taschenlampe, da sind wir schon dabei. Schauen wir mal. Taschenlampe. Okay, und dann gleich raus hier. Hüft trennen. T-Crouch hinknien. Schlüssel haben wir anscheinend. Und nichts wie weg. Oh. Oh, da kommt er schon. Glück gehabt. Okay. Das ist hier. Das? Ach, da steht ein Auto. Tatsächlich. Okay. Gut, dass wir Taschenlampe haben. Jetzt seht ihr das mit dem Effekt. Das ist mit. So seht ihr wahrscheinlich gar nichts. Ich auch nicht. Ich sehe auch nichts. Brauchst keine Angst haben. Also ein bisschen die Autoarmaturen. Aber ansonsten, das ist der Effekt. Das wollten die damit bezwecken.
Also, auf geht's. Was müssen wir machen? War jetzt gerade noch, irgendwie hat uns noch einer, er wurde erwischt und dann waren wir aber schon weg. So ein Glück. Kannst du die Brechstange verwenden, um einige Türen und Fenster aufzubrechen? Es wird doch eine Menge Lärm machen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Sind wir also anscheinend gerade noch weggekommen. Ganz ehrlich, mit dieser Musik, ich mag das, ihr wisst es ja selber, ich mag das eigentlich eh nicht so mit der Musik. Das nimmt so ein bisschen dem, weil wir machen ja Rollenspiel. Alright, so you're in some deep shit. It took long enough. Also Look, steckst du in you're my friend Scheiße. and all. I'll help you get out of Du this hast ganz schön mess, lange but not for gebraucht. free. Ciao, du bist You mein have a Freund und whole so weiter. Das habe ich nicht mitgekriegt. organization going after you. Wir Let me werden think verfolgt what von can be einer done. kriminellen Let's say you Organisation, piss off a okay? few people, break into a couple houses, and then you get my help. How's that? For Aha. starters, I'd go to 102 and steal some shit from there. It should be empty. Use your crowbar to get inside. Okay, also, wir sollen vielleicht ein paar Einbrüche machen. Wir sind halt die klassische Einbrecherseele und wir sollen ein paar Einbrüche machen und dann hilft man und greift man mir so ein bisschen unter die Arme. Grafik, muss ich sagen, super, gefällt mir total gut. Und was man vielleicht noch kurz erwähnen könnte zu dem Spiel, weil ich es eigentlich vorher noch gelesen habe und relativ interessant fand, das Ganze wird tatsächlich anscheinend nur von einem Typen programmiert. Einem Ukrainer, der sich die ganze Sache angenommen hat. Also Respekt. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Unity Engine ist, schaut nicht ganz so aus. So, okay. Also da soll man einbrechen. Ah, da kann man eine, zum Beispiel kann man im Postkasten eine Mikrokamera, die haben wir natürlich noch nicht. Öffne das. Knacken, Verbindung. Achso, geht noch nicht, okay. Wir schauen uns erst einmal um, so wie man das als anständiger Einbrecher eigentlich macht. Also so weit war ich noch gar nicht. Das kenne ich jetzt nicht. Also, für mich ist das auch alles, wir bringen alle zusammen da so wirklich hinein. Also da soll man anscheinend einbrechen. Okay. Unten am Radar kann ich niemand sehen. Man sieht die Autos rumfahren. Okay, das war definitiv laut. Okay, aber scheinbar ist keiner da. Ah, kann man sie verstecken? Alles klar, gut zu wissen. Er hat ja gesagt, es ist keiner da, oder? Schloss knacken geht nicht, weil wir es noch nicht können. Ah, was war das? Halten, um langsam zu verwenden. Moment, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Cool, okay. Man kann also, Moment, muss ich nochmal ausprobieren? Ne, sie geht aber trotzdem ganz auf. Ich dachte, man kann sie vielleicht nur so Spalt öffnen und dann Schlüssel Fronttor. Damit, weil wir raus müssen. Und steht was? Brich in 102 ein und stille genug, um aufzusteigen. Okay. Aber er hat ja gesagt, immer zu Hause, oder müssen wir uns da keine Gedanken machen? Geht es jetzt wahrscheinlich nur noch tutorialmäßig einmal um. Poster. Naja, ich habe keine Ahnung, was wir da jetzt mitnehmen sollen. Ich hoffe mal, dass wir irgendwas von Wert finden, oder? Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich erwischen, es wird gleich vorbei sein. Ja, Leute, damit müssen wir immer rechnen. Genau, wenn wir in anderen Rollenspielen rechnen müssen zu sterben. Weiß ich nicht, ob man jetzt hier sterben kann, aber hier kann man zumindest erwischt werden. Ach so. Ach, verstehe. Wenn ihr, hört ihr das? Also so ist es laut und wenn ich es jetzt leise, langsam aufmache. Leise, ah, okay. Man kann also Dinge leise tun. Okay.
Okay, da muss ich mich drauf gewöhnen, aber es ist wahrscheinlich wichtig. Ja, hey. Was soll ich jetzt hier eigentlich klauen? Alles, oder wie? Echt? Sei, jetzt setz mich nicht bis. Nehme ich heute meinen Taschenrechner mit, der wahrscheinlich. Ah, ein U-Phone ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Donut nehmen wir nicht mit. USB-Stick, wer weiß, ob was Wichtiges drauf ist. Ich weiß nicht genau, was kann man anscheinend alles gar nicht mitnehmen. Okay. Radio. Ach, okay, verstehe. Er zeigt sowieso an, als was mitnehmbar ist. Oder von gewissem Wert dort. Na, haben wir doch schon Geld drin. Immer, ich finde das schon spannend, immer mit dem, was ja jetzt so ein bisschen dieses, ich werde mir nicht erwischt, Gefühl. Na, also. Und im Notfall kann man sie unter dem Bett verstecken. Finde ich ziemlich spannend. Stille Mikrokamera, Moment mal. Was ist das? Ah, Mikrokamera. Platziere die Mikrokamera im Briefkasten und warte 24 Stunden, um zu erfahren, wann die Mieter das Haus verlassen. Okay, müsste man aber nicht jetzt machen, oder? Ah, Stufe aufgestiegen. Okay. Very nice. Time to sell this stuff so you can pay me, brother. Drive to Crazy Joe's Pawn Shop. He's my pal. It's in the same neighborhood. Number's 115. Okay, also in die Nachbarschaft gehen und an irgendeinem Spätzle das Zeug verkaufen. Okay. Dann marschieren wir mal Stange gerade einfach wieder zur Tür hinaus. Wie ist es kehrt? Ein Dieb geht immer da raus, wo er hergekommen ist. Boah, das hört sich so an, als wenn ich der volle Profi wäre. Hey, nix, gell. Also kommt es da gar keine auf blöde Ideen. Ja, finde ich bis jetzt eigentlich ganz witzig. Man, vielleicht können wir das ähnlich wie unser Polizeisimulator für alle die, die das kennen. Vielleicht können wir das ein bisschen mehr mit Gaudi verpacken, das Ganze, weil ich meine, sonst. So, hey, du fährst doch ein Audi und hast vorhin das Ding runtergeklaut, oder? Die vier Reifen. Ja. So, wo müsste man eigentlich hin? Was hat er gesagt? Fahre zu Joes Pfandhaus und verkaufe deine Beute. Das da hinten ist doch unser Auto. Okay. Ist das überhaupt unser Auto? Ah, okay, man kann im Auto schlafen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach so. Jetzt ja, Motor ein, Motor aus. Okay, da haben wir also auf alle Fälle einen Sound. Ich hoffe mal nicht, dass das Probleme gibt. 105. Also es erinnert mich total an dieses American 80s Theft. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon mal im Archiv geschaut haben. Da habe ich was im Archiv liegen. Das habe ich vor längerer Zeit schon mal gespielt. Das war zwar nur der Prolog, da gab es dann wohl eine 80er-Version dazu. Aber es ist eigentlich fast das Gleiche. So, Hausnummer 115 dahin. Es waren auch immer nur so kleine Bezirke und auch das mit dem Autofahren kommt mir jetzt wahnsinnig bekannt vor. Aber wo ist denn der 115? Das ist der da unten mit seine Container hier, oder wer? Ah, okay. Voilà. Ja?
Geh halt dann zu dem S. Auf der Karte steht's, jetzt stell dich halt nicht so, das ist ja furchtbar. Hey, Pau, bist du der Pfandleier? Steuerung machen wir mal. Sichtbrille, ach komm. Geht gerade nicht, weil es nicht Nacht ist. Okay. Steuerung hole ich ab und zu, wenn wir es brauchen. Etza, du, also, das könnte ich gebrauchen. Er meint wohl nicht mich selbst, oder? Also weg, das könnte ich gebrauchen. $90 für ein U-Phone. Kriegen wir aber wahrscheinlich, wenn wir es auf eBay verkaufen, billiger. Teurer. Dann kriegen wir mehr Geld. U-Phone will doch jeder haben, ne? Ihr habt ja auch ein U-Phone, oder? Wie viel? $4. Und ein USB-Stick. $135 für ein 100 USB-Stick. Boah, da sind bestimmt irgendwelche miesen Daten drauf. Erpresserfotos. So, naja. Von einer nackten Hausfrau, oder? So. See, that's how it goes. Keep the money. It'll be rent for your new hideout. I need something from 104, and to break in there, we need a drone. It happens the guy from 103 ordered a drone recently. Learn how to mark people. We have to find out when he goes to work. Okay. Willkommen bei Crazy Joe's. Ich kaufe alles, naja, fast alles. Ich ziehe gestohlene Dinge vor und große Gegenstände zu verkaufen, lasse ich einfach auf den Boden fallen und spricht mit mir. Na super, okay. Heutiges Top-Angebot, Kaffeemaschine. Preis mal drei. Ach so, ja, jetzt heute für eine Kaffeemaschine zahlt das Dreifache. Das ist ja cool. Was war das jetzt nochmal? Lerne die Fähigkeit markieren. Okay, irgendwie Einbrecher irgendwo bei irgendeinem, um da wieder irgendwas zu klauen. 103 bis 104 oder so. 103 Einbrecher für eine Drohne. Und dann aber erstmals markieren lernen. Okay. Dann wird es schon dunkel. Moment einmal. Wir haben da bestimmt ein Licht, oder? Autolichter. F. Okay, gut. Und haben wir vielleicht eine Stadtmap auch? Ah, hier. Okay, ein bisschen größer zumindest. Oh, Entschuldigung. Die kleinen Passanten voll zusammengefahren. Gibt es da Ärger, oder? Achso, 103 ist hier, 104 aber ganz woanders. Fähigkeit. In deinem Inventar kannst du die Registerkarte Fähigkeit auswählen und neue Fähigkeiten erwerben. Du musst aufsteigen, um neue Punkte zu erhalten, die du benutzen kannst. Um aufzusteigen, musst du so viele Dinge wie möglich stehlen. Ja, macht irgendwie Sinn. Klingt jetzt auch nicht gerade sonderlich herausfordernd. Das war das Quick-Menü. Fähigkeiten. Okay, Stufe 2. Verringere den Hörbereich der Menschen. Aha, okay. Um einen Meter. Lauf viel schneller. Kaufe Artikel für 25% mehr. Erfordere Stufe 2. Hebe Anwohner hervor, indem du sie ansiehst und ihre Routine kennenzulernen. Das sollte man doch lernen. Das hat er doch gesagt vorher, oder? Haben wir da sonst noch? Elemente wie ein größerer Rucksack. Okay, dann lernen wir das mal. Aha, war anscheinend richtig. Alright, I bet he's somewhere visible at 3 p.m. 1500 military time. Wait it out in the parking lot and then go to the spot I marked for you. 1500 military time. Okay. Er hat den Spot markiert. Ach so, hier, oder wie? Gehe um 15 Uhr an den markierten Ort. Okay. That's ridiculous.
Blockierst den Weg. Oh ja, also einfach stehen bleiben geht nicht. Okay. Ist zu auffällig. Verstehe. Macht die Map mir gleich. Also die Stadt ist ja, scheint ja etwas größer zu sein. Vielleicht sollte man doch das meiste. Moment mal, hier ist ein Parkplatz. Vielleicht sollte man doch das meiste zu Fuß gehen. So, und jetzt kommen wir doch hier parken. Ja, jetzt steht ich nicht so am Wahnsinn. Tastatur. Durchlaufzeit. Okay, vom was? Vom Kaffee oder wie? Oder vom Tee? Da muss ja erst durchlaufen, der Kaffee oder wie? Verstehe. Okay, bis 15 Uhr. Dann. Keine Ahnung. Laufen wir jetzt mal. Bis. Ultimo. Bis wir so wach und fit sind. Miau. Gut. Nein, halt. So, und jetzt um 15 Uhr an den markierten Ort. Da haben wir hoffentlich nicht spät oder? Ach, da unten steht die Zeit. Links oben in der Ecke von der Map steht übrigens die Zeit. Wird er hier gemeint, oder? Jetzt gleich sehen. Rucksack, wir haben rechts unten Rucksack, wir haben $346. Das ist das Quick-Menü. Okay. 103 Wilsons Schuppen. Stehe. Rechts oben in der Ecke. Links oben, was zu tun ist. Und links unten Level, Erfahrungspunkte, Map. Wunderbar. Ich weiß nicht genau, was das Auge durchgestrichen bedeutet. Wir sind nicht zu sehen, oder? Hoffentlich soll das bedeuten. Ah, okay. Have you got eyes on him? Mark his ass, so we know when he's out. Ah, markieren mit Mitteltaste. All right, now do some planning. You'll see his next destinations. It's a very handy skill. Planungsmodus aufrufen. Okay. Auf den markierten Anrufer und Planungsmodus. Planungsmodus aktiviert. Ach du meine Güte, Stimmung, alles gut? Ah, bravo, ja, was willst du? See, that saved you the need of going through the journal. My sources say he leaves the house at 5 p.m. There's a problem, though. You can't break in with the crowbar because the guy has a sound alarm. It'll be triggered. You gotta learn lockpicking. Okay. Drive to your new hideout and check the computer. I have a task for you, which will gain you some more experience. Okay. Verlasse die Gegend und gehe zu deinem Versteck. Okay, gut. Ah, Planungsmodus. Ah, sehr interessant. Okay, also der verlässt das Haus dann zwischen 17 und 18 Uhr. Stehe. Okay, gut. Ja, ganz deppert bin ich doch nicht. Hurra. Okay, möchte man meinen, aber. Ah, mei, der volle Profi-Einbrecher, ich sehe schon. Jetzt muss man nur einer sagen, wo ist denn mein Zuhause? Verlasse die Gegend und gehe zu deinem Versteck. Also dann verlasse ich erstmal die Gegend. Kann aber leider nicht sagen, ob mir keiner gesagt, wo mein Versteck ist. Kann man einfach mal ein bisschen rumsprinten. Ist das das mit dem Dollarzeichen oder wie? Naja, so groß ist die Gegend auch nicht. Und vor allen Dingen, hurra, hurra, ihm geht anscheinend die Puste nicht aus. Achso, nee, halt, Schmarrn, der Dollar, das ist ja dann der... Oh Mann, Dollar ist ja der Hehler, also, okay.
Ja, es kommt mir so ultra bekannt vor. Finde ich echt witzig. Ah, jetzt schnauft er gerade ein bisschen. Tee. Der Planungsmodus ist eine Fähigkeit, die dir dabei hilft, deinen Einbruch effizienter zu planen. Um in den Planungsmodus zu gelangen, schau auf einen markierten Anwohner und drücke die rechte Maustaste. Du siehst Wegpunkte, die angeben, wohin sich der Anwohner in den nächsten Stunden bewegen wird. Du kannst diese Fertigkeit auf deinem Computer upgraden, damit sie mehr Wegpunkte anzeigt. Alles klar, verstehe. Okay. Gut. Wenn wir denn nur wüssten, was unser Zuhause ist, ist 100 unser Zuhause? Nee, das war ja wieder der Hehler, oder? Das kann ja eigentlich nicht unser Zuhause sein. Verlasse die Gegend und gehe zu deinem Versteck. Und da müsste ja dieses Goldding angezeigt werden. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ja, ihr Lieben, aber ich denke, es war jetzt, wir haben schon wieder fast eine halbe Stunde. Es ist echt ein Wahnsinn. Ich finde es witzig, es erinnert mich total, aber sowas von brutal an dieses 80s. Man merkt, glaube ich, der gleiche Anbieter. Ja, also finde ich eigentlich ganz spannend. Ich denke, auf alle Fälle ein paar Folgen machen wir. Ich weiß jetzt nicht, es könnte sein. Ja, da haben wir doch schon das Problem. Zwei Autos verhakt, geht es nicht mehr weiter. Ich denke, dass wir, ja, wie soll ich sagen, es könnte vielleicht doch nur ein angespielt werden zum ersten Mal. Es ist halt kein AAA-Titel, aber deswegen war es ja auch nicht so teuer. Insgesamt würde ich sagen, finde ich es ganz witzig. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr mit dabei seid, ob ihr das lustig findet. Mal ein paar Einbrüche. Also, es wird dann also mit Drohnen gearbeitet und so weiter und so weiter. Könnte ich mir ganz spannend vorstellen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt herzlichen Dank fürs Zuschauen in der ersten Folge hier. Thief Simulator 2. Super cool. Jetzt beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann schauen wir mal, dass man sich irgendwie ein bisschen graut. Man muss ja nicht zu so ernst nehmen, gell, diese Einbrecherei. Was euch den Mond an, der ist genau der gleichen Meinung. Wahnsinn. Normalerweise muss man Taschenlampe und sieht man nicht mehr was. Es ist verrückt. Bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Danke fürs Einschalten. Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.